Moin, ich bin Jan und das hier ist der PowerSlide Fusion Krypton Trinity 100. Ich weiß, langes Wort, viele sagen Fusion Krypton. Das ist meine Empfehlung für Einsteiger und Wiederanfänger-Skates im Bereich Fitness-Skates. Warum ist das so? Weil der ganz viele coole Features hat, die ich wirklich sehr gut finde, für einen echt fairen Preis. Wir fangen mal ganz unten an, wie man sieht. Wir haben drei Rollen, 1, 2, 3. Die sind 100 mm im Durchmesser. Und die Idee dahinter ist einfach, dass das Ganze bei der gleichen Schienenlänge, wie wenn man 4x80 hätte, größere Rollen hat. Dadurch erreicht man eine etwas höhere Höchstgeschwindigkeit zum einen und zum anderen wird das Abrollverhalten besser. Das heißt, man hat nicht so viele Probleme mit Kieselchen, Steinchen, leichten Unebenheiten. Das läuft einfach besser. Ich blende dazu mal ein kleines Video ein, wo man das sehen kann. Als zweites hätten wir dann eine höhenverstellbare Bremse. Einfach hier mit dem Imbus lösen, die Schraube, dann kann man das Ganze in der Höhe hoch und runter verstellen. Zum einen kann man das da an seinen eigenen Stil zu bremsen mit der Fersenbremse anpassen. Zum anderen, wenn der abnutzt, der Block, kann man das hoch und bzw. runterstellen in dem Fall ja und muss sein Bein oder seinen Fuß nicht anders bewegen als vorher. Natürlich kann man den auch im Einzelnen austauschen, wenn der abgenutzt ist. Deswegen empfehle ich ja immer wieder Markenhersteller, es gibt Ersatzteile. Nächstes cooles Feature der Bremse ist, wie ihr seht, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Schrauben. Die löst ihr, nehmt die raus und dann könnt ihr die Bremse einfach so wegnehmen. Ihr müsst keine Achse wie bei anderen Skates ausbauen, die Rolle nicht rausnehmen, sondern einfach das wegnehmen, Schiene abnehmen, in den Rucksack stecken, weiterfahren, wenn man dann keine Bremse haben möchte und gut. Immer wieder unterwegs. So, nächster Punkt, den ich gut finde. Die zwei Schrauben und noch eine unter der letzten Rolle bedeutet, das ist das Trinity-System. Heißt, das ist PowerSlides eigenes Schienensystem, von denen es zwar vom Mitbewerber keine gibt, aber es gibt davon unendlich viele. Die gibt es mit drei Rollen, wie hier. Gibt es mit vier Rollen in verschiedenen Größen. Es gibt die mit 5 Rollen für Speedskates. Es gibt die als Offroad-Schiene für durch den Wald fahren mit so Luftreifen wie bei einem Fahrrad mit einem Schlauch drinne. Ich glaube, es gibt sogar Eishockeykufen. Also es gibt alles, was man sich vorstellen kann. Der nächste große Vorteil von Trinity ist, wenn man die Schrauben löst, da sind sie, man kann die Schiene so ein bisschen nach links und rechts bewegen, um eventuell das Abknicken des Fußes auszugleichen. Es gibt Plättchen dafür, die man da drunter machen kann. Das wäre viel zu viel, das alles aufzuzählen. In die Videobeschreibung mache ich mal einen Link zu den Trinity Specs, was der Hersteller so sagt. Dann, wie gesagt, Fitnessgate finde ich Softboots immer gut. Ist das hier auch, also turnschuhartiger Oberschuh, super bequem, hat eine schöne 45 Grad Klettschnalle hier. Das sorgt dafür, dass der Fuß gut bzw. die Ferse gut hier hinten im Skate fest ist. Eine ganz normale Klickbuckle hier oben und ist auch bis oben hin durchzuschnüren. Ich finde ihn echt bequem, ist nicht schwer, lässt sich super gut fahren, ist schön wendig. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was nicht so gut ist, ist bei der Größe, das sehr, sehr groß ausfällt. Ich sage ja auch in meinen anderen Videos gerne mal, dass es wichtig ist, die richtige Schuhgröße zu ermitteln. Wenn ihr auf die Infocard da oben klickt, kommt ihr zu meinem Video, wie ermittle ich meine Schuhgröße für Inline-Skates. Und dann guckt ihr am besten noch auf die Hersteller- oder die Shopseite, wo ihr den kaufen wollt, wo das in der Länge angegeben ist. Ich zeige das mal eben. Nämlich hier in der Zunge, ich hoffe, man kann das sehen, haben wir eine Längenangabe im Zentimeter dort. Das sind 270 mm bzw. 27 cm und das ist bei vielen Marken ist das schon Schuhgröße 42. Ich habe Schuhgröße 41 in Skates, habe auch 41 bestellt. Das heißt, sie sind mir theoretisch ungefähr eine Nummer zu groß. Stört mich in dem Fall aber nicht besonders. Wenn euch das wichtig ist, was ich auch immer sage, achtet darauf, guckt auf die Seite, nehmt dann halt eher eine Nummer kleiner. Bekommen habe ich den von Grindhouse. Einen Link zum Artikel mache ich auch nochmal unten in die Videobeschreibung.
Da könnt ihr auch ohne Probleme anrufen, wenn ihr Fragen zu der Größe habt. Und wie gesagt, wie es geht, habe ich in dem Video erklärt. Wenn ihr einen mit drei Rollen haben wollt, wie gesagt, dieses Modell, den Fusion Krypton, und den gibt es dann nochmal als Fusion Radon Enso, heißt der. Der hatte vier Rollen und zwar 4x90 mm. Wenn euch das lieber ist wegen der Stabilität oder ihr sagt, ich möchte einfach gerne vier Rollen haben, nehmt den. Die sind preislich komplett dicht beieinander, ist der gleiche Oberschuh, nur die Schiene ist anders. Ansonsten gibt es dazu eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Wie gesagt, fährt sich sehr gut, ist wahnsinnig bequem, macht Spaß. Für Einsteiger kann man absolut nichts falsch machen. Liegt preislich, je nachdem, wo man guckt, so zwischen 130 und 140 Euro. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen kann. Und falls ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Da kommen zwar in unregelmäßigen Abständen, aber es kommen immer mal wieder Videos zum Thema Inlineskaten, auch Fahrtechnik, wie baue ich Sachen selber und natürlich Hardware oder Artikelvorstellungen. Bis dahin.